Ich finde ja, zum Brunch gehört auf jeden Fall Bacon. Und Scones und Carrot Cake. Wir könnten... Sag's nicht! Carrot Cake, Scones mit Bacon machen! Du fügst einfach immer nur Begriffe zusammen! Aber wenn's doch passt. Oh, ja. Hallo und herzlich willkommen zu Yamtamtam. Wir hoppeln immer weiter in Richtung Ostern. Das wäre jetzt dein Punkt. Und du hoppelst. Ich war beschäftigt. Na, dann hoppeln wir jetzt ins Rezept. Wir machen Carrot Cake Scones. Mit Bacon. Mit Bacon. Ja, um den kümmere ich mich jetzt auch gleich mal. Den ja. Schneiden wir nämlich klein und braten an. Ja, und ich fülle schon mal Mehl und anderen Klimbims in eine Schüssel. Gib mir die Waage. Da. Da, hol dir selber. Ob deine Freundlichkeit zu Ostern aufersteht, ich weiß ja nicht. Die ist so tot. Ja, da wird nichts mehr nach dem dritten Tage. Nee. Wir bringen hier übrigens zwei Klassiker zusammen. Oh ja. Scones und Carrot Cake. Und eigentlich für Melissa drei Klassiker, weil jetzt ist noch Bacon dabei. Ja, was soll man sagen? All-Time Classics sind nicht umsonst All-Time Classics. Schneid den jetzt hier einfach klein. Zu unserem Mehl kommt jetzt Zucker, Natron und Backpulver. Weil später kommt da dann noch Buttermilch dazu. Und die Buttermilch ist ja so leicht säuerlich und dann macht er so. Und dann geht das auf. Mhm. Bilden mit Felix. Und wenn wir dann mehr Natron haben, das hier, dann geht das noch mehr. Backipulver. Backipulver? Ja, Backipulver. Lach nicht. Backipulver. Backipulver. Ich weiß ja nicht, ihr kriegt das ja bestimmt auf Instagram mit. Das ist schon das dritte Video, was wir heute drehen. Manchmal wird man halt auch ein bisschen verrückt. Wird? Ich dachte, ich bin schon die ganze Zeit ein bisschen verrückt. Nach fast 7 Jahren Yamtamtam, da kann das mal passieren. So, Knoblauchpulver. Knoblauchpulver! So ein bisschen mehr als im Rezept steht. Das Rezept findet ihr auch wie immer unten in der Videobeschreibung. Dort ist der Link zu unserer Homepage und dort könnt ihr euch austoben. Ja? Also wenn ihr nur mal so ein paar Ideen auch braucht, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen wollt, geht auf die Seite, checkt da die ganzen Sachen aus und dann findet ihr auf jeden Fall was. Wir haben bestimmt schon 20 Kochbücher da reingekloppt. Ja? Ja. Hier geht jetzt noch Paprikapulver rein und zwar geräuchert. Ja, noch ein bisschen, warum nicht? Während du dann den Bacon so liebevoll verteilst, mach hier noch Salz rein. So, das vermengen wir schon mal. Das schon mal gut vermischt. Jetzt kommt da Butter rein. Kalte, gewürfelt. Und dann kneten wir das, damit es krümelig wird. Also zusammenkommt, aber noch krümelig ist. Das ist kein Hefeteig, Kinder. Ungewöhnlich in letzter Zeit. Das in letzter Zeit, seit jeher. Aber Hefeteig halt auch einfach geil. Das ist so. Oder in Würfel. Wenn du dich entscheiden müsstest, ja. Für Scones oder Carrot Cake? Karottenkuchen. Oh, das ging schnell. Ja, es ist relativ einfach, weil ich habe hier natürlich schon den besten Karottenkuchen der Welt gemacht. Oha. Den von meiner Oma. Findet ihr hier oben. It's my all-time favorite. Bis heute. Alte Liebe rostet nicht. Es ist wahr. So, Bruder ist drinne. Ich knete das hier jetzt schon mal so krümelig zusammen. Melissa Lee an ihrer Lieblingsbeschäftigung. Der Bacon. Ja, meet me at the Bacon Station. Opfer. Was? Hä, mega cute. Ja, ja. Alle hätten so süße Outfits an. Mhm. Und jedes Gericht wäre mit Bacon. Darf ich jetzt Tofu kommen? Weiß und halt im Block. Jetzt auch schon. Wow. Der kommt jetzt erstmal nur so krümelig zusammen. Der Teig kommt später ein bisschen mehr zusammen. Wenn nämlich die Buttermilch noch mit dazu kommt. Wir haben jetzt erstmal hier so überall einfach so diese Fettstückchen. Hier auch. Das sind auch kleine Fettstückchen in der Tat. Normalerweise mache ich den Bacon ja immer kross, in dem Fall nicht. Es soll nur angebraten werden, damit er nicht roh ist. Na, roh ist er eh nicht. Ja. Der ist ja gepögelt und abgehangen. Yes. So, ich schnapp mir hier mal die Reibe. Wir haben jetzt hier schön Cheddar. Und den reibe ich jetzt. Und danach reibe ich was anderes Orangenes. Reiben, 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 reiben. Du reibst ja als nächstes die Mohrrüben. Ja. Deswegen schneide ich immer die Enden ab. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. So, damit ihr erstmal euren Cheddar-Moment habt. Wow. Und weiter geht's mit den Mohrrüben. Ihr müsst die auch nicht wirklich schälen, einfach nur gut waschen, weil es kommt eh alles verrieben und dann noch gebacken. Da fällt das nicht auf. So ist es. Komm mal rum. Ja, komm mal rum.
pflück jetzt hier noch die Rosmarinnadel. Mhm. Und die hacken wir auch klein. Mhm, riecht gut. Mhm. Einfach frische Kräuter. Mhm, aber der riecht richtig intensiv heute. Mhm. Aber mit Rosmarin muss man auch immer ein bisschen aufpassen, weil es schnell auch so Sauna-Aufguss-Vibes ja, geil. Geben kann. Nichts dagegen. Du bist der Bacon und das ist dein Sauna-Aufguss. Das gibt bestimmt irgendwo in Amerika. Eine Bacon-Sauna. Ob das allerdings so gesund ist, I don't. So, Karotten-Lieblingsmoment. Blöp. Sieht fast genauso aus. Witzig. Es ist natürlich mal wieder der Klassiker. Herr Denzer hat eine zu kleine Schüssel genommen. Also füllen wir alles mal in eine große um. So. Du hättest das verschleiern müssen und sagen, das war nur die Krümelschüssel. Dann hätte jeder wieder in den Kommentaren geschrieben, sag mal, bist du dumm? Warum hast du jetzt dafür nur eine kleine Schüssel genommen? Ich bin so halt dumm deswegen. So, Karotten gehen hier dazu und Käse auch. Das wirkt erstmal kontraintuitiv, aber das wird schon gut. Das wird eine gute Geschichte. Gib mal so Rosmarin. Kommt. So, dann heben wir das unter und dann geht's direkt weiter. Ich messe schon mal die Buttermilch ab. Jawohl. Ich mache hier schon mal so ein bisschen durcheinander. So, dann kipp mal Le Bacon. Der Bacon. Der Bacon. Eine Mischung aus Bacon und Baron. Und die Buttermilch noch dazu. Gott, das wäre ein Titel, den hätte ich mir in WoW auf jeden Fall erspielt. Bacon Baroness. Ja, klar, natürlich. Du hättest dir aber auch alles in WoW erspielt. So viel Zeit habe ich leider nicht. Das stimmt. Kipp mal jetzt rein. Ja. Slap. So, und nicht wundern, der Teig soll immer noch so ein bisschen krümelig sein. Also der kommt gerade so zusammen. Dann hole ich mal den Rost raus. Ja. Okay. Wenn euch der Teig natürlich zu nass vorkommt, könnt ihr noch ein klein bisschen mehr drauf geben. Ich glaube, das geht schon, der klebt zwar ein bisschen, aber daraus können wir schon formen. So, wir drücken jetzt den Teig runter auf etwa 2 cm Höhe und wir versuchen einen Kreis zu formen. Ja, ein bisschen geriffelt halt. So ist das halt normal, wa? Da sind Riffel drinne. Ja, ja. So, da haben wir doch einen hübschen Kreis. Jetzt schneiden wir da schon Stücke raus. Wir testen gerade verschiedenste Varianten, wie das Messer nicht klebt. Die beste ist jetzt anscheinend, einfach so ein Mehl zu tunken. Jo. Was hast du mit meinem Kreis gemacht? Ach, ja, stopf ich gleich wieder rein. Guck dir mal die Mitte an. Die kommen eh gleich wieder weg. Hässlich. Hässlich. Frag mich, ob es am besten mit dem Teigschaber geht. Ich schiebe jetzt hier noch so ein bisschen auseinander, was du da geschnitten hast, damit die nicht wieder zusammenbacken. Man, immer wenn man eine Seite verschiebt, kommt die nächste dann dazu. So, fertig. Na dann, schieb mal in den Ofen. Dann holen wir mal heraus unseren Carrot Cake Scone. Look at this. Wow. Na dann, ab geht's. Guten. Wow. Welches Stück nehme ich? Ja, das ist eine sehr witzige Fusion aus allem. Scones, Carrot Cake, Bacon in der Pizza. Ja, also stellt das gerne auf euren Osterbrunch, wenn ihr einen macht. Und vielleicht habt ihr ja noch Lust auf andere Rezepte, zum Beispiel auf unsere Eiertartlets. Oder unsere Egghopper. Vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns dort. Bis dann. Tschüss. Tschüss.